Heute geht's mal um das Demonstrativpronomen Hic, Hack, Hock. Und was ein Demonstrativpronomen ist, das klären wir erstmal. Also ihr seht, Demonstrativpronomen, zwei Bestandteile. Und demonstrativ kommt vom lateinischen demonstrare und das heißt zeigen oder hinweisen. Und das heißt, dass es dementsprechend ein hinweisendes Fürwort ist. Und davon haben wir gleich sechs im Lateinischen, nämlich die hier. Und für uns heute von Interesse ist hic, hac, hoc, also dieser, diese, dieses. Wir schauen uns direkt mal die Form an. Dazu nehmen wir uns erstmal unsere Tabelle. Links haben wir unsere Kasus, oben steht noch Maskulin, Feminin und Neutrum und dann noch Singular und Plural. Im Nominativ Singular geht es dann folgendermaßen los, also hic, hac, hoc, das ist ja auch die Videoüberschrift sozusagen. Genitiv, bei allen gleich, ist huius, huius, huius. Dativ, auch bei allen gleich, klingt ein bisschen ähnlich, huic, huic, huic. So, Akkusativ ist jetzt ein Ticken anders, gucken wir uns mal an, da ist es hunc, im Maskulinum, hank im Femininum und hoc im Neutrum. Wir wissen, Nominativ und Akkusativ Neutrum sind immer gleich und hier stimmt es auch wieder. Ablativ geht es ähnlich weiter, nur mit langem O, also hoc, hak und hoc. So, ein Singular haben wir schon mal. Geht es weiter mit dem Plural. Also da ist es hi, hä und heck. Ja, ist keine richtige Regel, aber muss man sich einfach merken. Beim Genitiv Plural sieht man wieder so ein bisschen Regelmäßigkeit, also horum, harum, horum. Hier im Dativ ist alles gleich, hieß, hieß, hieß. Akkusativ lautet hos, has und wieder gleich wie der Nominativ ist auch der Akkusativ hack. Und Ablativ wie der Dativ Plural hieß, hieß, hieß. So, das wären schon mal die Formen. Gucken wir uns an, was das Ganze übersetzt heißt. Und wörtlich heißt es nämlich dieser, diese und dieses. So, und hic, hac, hoc oder dieser, dieser, dieses bezieht sich auf Dinge, die sich in räumlicher oder zeitlicher Nähe des Sprechers befinden. Das Gegenteil ist ille, illa, illut. Das machen wir in einem anderen Video. Hier mal ein paar Beispiele. Also hac, puella, Nominativ Singular, Femininum, dieses Mädchen. Horum Senatorum, also Genitiv Plural Maskulinum, dieser Senatoren. Hoc Consilio, also das ist jetzt Ablativ Singular, durch diesen Beschluss. Und huic patri, also Dativ Singular, diesem Vater. Das war's auch. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Falls nicht, schreibt's gerne in die Kommentare und über Daumen hoch und Abo freue ich mich sehr. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.